Hey, ich bin Joey, also herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen jetzt das kostenlose Spiel Answer Not. Das heißt, glaube ich, so viel wie Anrufbeantworter. Auf Steam gibt es das kostenlos und ist ein kleiner Walking Simulator mit Entdecken und so. Und ja, wir sind in einem Haus oder Raum. Und die einzige Verbindung zu unserer Freundin ist der Anrufbeantworter, die uns immer wieder Nachrichten darauf spricht und Aufgaben gibt. Und derweil können wir halt den Raum erkunden und müssen Aufgaben machen. Und ja, es soll auch gruselig werden oder unangenehm oder so. Ich würde sagen, wir klicken mal auf Play und versuchen das einfach mal rauszufinden. Okay, it's not that I'm bored or anything, not at all. Tuesdays are always a lot of fun. And Stacy got that right. Fucking Stacy. As if I didn't have enough work already. Anywho. Yeah, don't forget to book this year's destination, okay? Since you're not over busy working from home. No, mister, you're not fooling me. I know you didn't forget about it. Yep, I saw the catalogs on the table, Zach. Learn to hide your evidence, sweetheart. And I also know how much you love these messages, but come on. Sometimes I just dream of you answering the phone so I don't feel like a crazy person talking to herself all the time. Shit. Jeff's coming. Okay, talk to you later. Love you. Okay. Und damit sind wir im Spiel. Das war unsere Freundin oder Frau, die angerufen hat. Sie ist im Büro, sie ist arbeiten, ein Dienstag, und wir arbeiten von zu Hause. Und sie meinte, wir können ja dann jetzt endlich mal den Urlaub buchen. Und ja, sie hat das schon rausgefunden, weil wir das Magazin unter dem Tisch versteckt haben. Travel, ja, den Urlaub. Können wir auch reinzoomen, ja. Wo soll es denn hingehen? Keine Ahnung. Oh. Das Magazin unter dem Tisch, sehr schön. Geht ja schnell hier. So, und wir können jetzt ein bisschen die Wohnung erkunden. Hi. I just finished. I get stuck again. Because of Stacy and her great habit of leaving work early. Yeah, as usual. You know, this time I had to proofread her whole paper before I went into print. Anyway, I'll be home in about an hour. Hey, could you please get the chicken out of the freezer for tonight? Thanks. See you in a bit. Love you. Okay. Das war nochmal unsere Freundin. Sie wurde aufgehalten, weil sie noch für, Sachen nacharbeiten muss für ihre Arbeitskollegin, die schon abgehauen ist. Und es wird ungefähr eine Stunde länger und wir sollen schon mal das Hühnchen aus der Gefriertruhe holen für heute Abend, fürs Essen. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal ein bisschen hier um. Mind Control Facility. Okay. Note by Self. Travel Notebook. 2000 Scotland, 2002 Indonesien, 2003 Nepal, okay. Kauf ein neues Notebook. Nepal, 24.06.2003. Das Seltsamste, was heute passiert ist, wir haben versucht, ein Shambhala zu besuchen mit Zack. Als Chloe, weil es Chloe letztens vorgeschlagen hat oder empfohlen hat. Aber es stellte sich heraus, dass der halbe Tempel weg ist. Explodiert. die örtlichen Anwohner nennen es bizarrerweise Schatzräuber. Sind hierher gekommen mit dem Team und haben plötzlich mit rumgefeuert. Raketen abgeschossen und sogar Helikopter waren da. Und jetzt sehen die Zuschauer nur noch Asche. Das war nicht die Art von Trip, die Zack und wir erwartet haben. Wirklich, ich kann mir nicht helfen. Was haben sie sich dabei gedacht? Okay, das war anscheinend alles. Okay. Trip to Neapel. Ich weiß nicht, wann es weitergeht, wenn wir jetzt wirklich die Aufgabe machen oder ob sie uns zwischendurch schon sagt, was wir hier tun sollen. Ja, das sind wir anscheinend, ja. Was haben wir hier? Coming soon. Okay. Ich weiß nicht, was das soon kommt, aber lassen wir uns mal überraschen. Ja, Fashion-Magazine. Threads. Tracy wrote this. Willst du mich, Threads, willst du mich ärgern? Tracy hat das geschrieben.
Okay. Donnie Darko. Donnie Darko. Cooles Easter Egg. Sehr schön. Cooler Film. Huch. Kann ich euch sehr empfehlen. Was ist hier? Hinweis. Bitte liest dieses Manuskript, um deinem Liebling zu helfen. Okay. Das Morphen von Cassandra Choi, basierend auf zukünftigen Ereignissen. Du wirst der Erste sein. Okay. Cassandra of Troy. Fotos. Urlaubsfotos. Sehr schön. Es ist wirklich das Pärchen, was an der Wand hängt. Also, die haben extra diese Fotos gemacht. Das ist ja cool. Da hat sich der Entwickler oder die Entwickler haben sich da wirklich, wirklich was gedacht. Die Theorie von allem. Okay. Das unerwartete Abenteuer von Lucia Robert. Ganz oft. Das ist kein random Buch. Okay, Heilige Bibel, alles klar. Okay. Also die Story soll wohl so enthüllt werden, indem wir uns hier halt ein bisschen umgucken und vielleicht herausfinden, was hier so passiert ist. Guck mal, Mixed PlayStation. Sehr schön. Kann man sonst noch irgendwas gucken? Endora. Was ist das? Die Abenteuer von Paul Prospero von Ethan Carter. Wenn die Polizei dir nicht helfen will und die Priester dir nicht glauben, rufst du Paul Prospero an. Okay. Sehr schön. Ein Foto. Nachts schlafen. Haben wir genug? Programmieren zerstört vielleicht die Welt. Wir lieben monochrome Bilder. Okay. Soll ich das alles lesen hier? Lisa liebt es, einkaufen zu gehen. Morgen geht sie einkaufen. Sie braucht ein neues Paar Schuhe. Sie will ein paar von roten Schuhen kaufen. Sie glaubt, rote Schuhe sind schön. Sie will ein paar Schuhe in der Mall kaufen. Lisa kauft üblicherweise in der Mall ein. Die Mall ist nur eine Meile von ihrem Haus entfernt. Sie läuft einfach zur Mall. Sie braucht nur 20 Minuten dafür. Morgen geht sie zu 4 verschiedenen Schuhgeschäften. Morgen ist Samstag. Die Mall hat immer Angebote am Samstag. Falls der Angebotspreis gut ist, kauft Lisa vielleicht 2 Paar Schuhe. Lisa liebt es, einkaufen zu gehen. Morgen geht sie wieder einkaufen. Okay, es ist Blindtext. Vergiss es. Wir müssen es nicht lesen. Aber es ist, ja. Frauen und Schuhe, ne? Das beste Vorurteil der Welt. Es ist einfach wahr. Ich kenne keine Frau, die nicht gerne Schuhe kauft. Ich weiß auch nicht, warum. Gibt auch Männer. Ich kenne auch Männer, die haben riesige Schuhsammlungen. Ist halt nicht mein Fall. Okay. Adolf Huxleys. Brave New World. Schöne neue Welt. Hände, die nach einer Tablette greifen. Ich hab's dir doch gesagt. Aldous Huxley. 1894 bis 1963. Okay, ein paar Bücher. Aber wenn sie anscheinend Bücher schreibt oder so. Oder published. Momentum. Da gibt es Momentum. Okay, sehr schön. Was haben wir noch hier? Katzen! Noch mehr Urlaubsbilder. Ein Trip mit dem Motorrad. Ein Wandertrip. Die Hütte im Wald. Vögel beobachten. Wandern gehen. Sich mit Schnee bewerfen. Wieder Motorrad fahren. Okay. Das ist eine Schachtel. Oh, eine Polaroid. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und unser Schatz, wie er liest. Die 2000 Jahre alte Vase aus Griechenland. Hier ist sie also. Ein weiteres Foto. Okay, Party. Und sie hat keine Ahnung. Am nächsten Tag sind sie total fertig. Und ein romantischer Spaziergang am Strand. Und wieder Schnee. Und die ganze Truppe. Okay. Freunde. Freunde halt. Freunde besuchen. Oh, hier. Arbeitsplatz. 6 To-Do-List. Den Vietnam-Report zu Ende schreiben. Moodboards für das DBS-Magazin
Prospekt fertig machen. Ein richtiges Essen kochen. Wirklich. 20 Minuten Gitarre spielen. Schreibtisch sauber machen oder nicht. Oh ja. Kekse? Stromrechnung. Festplatte tauschen. Wasser gießen. Pflanzen gießen. Dass sie sterben. Lol. Wäsche. Verdammt nochmal. Rent Receipts. Rent heißt Mieten. Mieten. Rezept. Bonjour les amis. Wir haben es nach Paris geschafft. Und es gibt keinen zweiten. Keinen zweiten? Also es gibt keine. Und es gibt keine Sekunde, die wir damit verbringen, darüber nach, über euch nach, über euch Leute nachzudenken. Wir haben dieses Marvel als SPA vor ein paar Tagen gefunden. Ich weiß nicht, was ein Marvel ist. Da verbringen wir den ganzen Nachmittag seitdem drin. Aiden ist so entspannt jetzt. Er ist jetzt so entspannt. Er kann sogar wieder seinen Körper spüren. habt einen unglaublich guten, normalen Tag zu Hause. Jody und Aiden Holmes. Okay, wir sind June und Zach Irvin. Zach Irvin. Ich bin Zach, June ist arbeiten. Wir wohnen in Campo Santo, OR. OR ist Oregon, United States. Oregon. Friday Heroes. Photo Contest. You're gonna be part of the jury. Ah, okay. Ich war in einem Photo Contest Teil einer Jury in San Francisco. Die Zeitgeist Galerie. Das Einzige, was er mehr liebt als mich. Naja. Kann er auch jeden Tag reiten, ne? hier wird wahrscheinlich wieder Blindtext, ne? One morning when Gregor Summer make up from troubled dreams. Eins morgens, als Gregor Samsa aufgewacht ist von schwierigen Träumen, hat er sich selbst dabei gefunden, dass sein Bett sich in ein schreckliches Vermin verwandelt hat. Ich weiß nicht, was Vermin ist. Little could see Brave Betty slightly divided by. Verstehe ich nicht. Ist wahrscheinlich auch wieder Text. PC-Spiele-Mail. Hinweis. WASD. Interact left click, resume in right click. Pause. Jump und save ist nicht verfügbar. Ist dein PC schon wieder kaputt? Richtig. Ich sollte vielleicht meinen Freund Kenny fragen. Er ist wie Charlie. Er wird es komplett reparieren. In fast keiner Zeit. Ich kann ihn anrufen. Falls das Telefon... Aber was? I can call him for you if the phone really is the problem. Achso, ich kann ihn für dich anrufen, falls Telefonieren wirklich dein Problem ist. Ich telefoniere wohl nicht gerne. Stimmt, deswegen kriegen wir auch immer nur die Sprachnachrichten. Anscheinend telefoniere ich einfach gerne. Nicht gerne. Ja. Weltbester Ehemann. Chuck ist RIP. Alles klar. Oh, hier. Calamaro Gigant, Italien. Am 21.04.99. Unglaubliche, unglaubliches Dorf, das an den Felsen über der Mediterranen See hängt. Ein alter Muschelsammler hat mir den Namen dieses Ortes genannt. Und er bedeutet großer Squid. Ist das großer Tentakel? Großer Oktopus? Was für eine seltsame Wahl. Ab zu Lagoon. Absolut. Kann mich nicht erinnern, ob es June ist oder ich. vielleicht der Führer oder der Lehrer. Genena, Schweiz, 6.09.2001. Trip, wo wir hingegangen sind, ist Junes kleiner Bruder. Der kleine Frechdachs ist immer noch, dem geht's immer noch gut im CERN. Sie ist so unglaublich stolz auf ihn. Also im CERN ist dieses Forschungsstation da für die Teilchenbeschleunigung. Genevas, Lake ist ein See. See hilft mir eine Menge, die Ruhe zu finden. Und
man vergisst dann die dummen Leute. Ja, großartige Aussicht. Calvin kam vorbei und das Meeting habe ich gefeiert in meinem Kopf und behalte ich in diesem Notebook. Der Tag, wo sich unsere Brüder getroffen haben. Okay. Noch mehr Fotos. Von Sonnenuntergängen und Wolken und so. Ist immer ein komischer Filter drauf. Okay, was haben wir noch? Gucken wir uns doch ein bisschen um, bevor wir hier die Story... Oh. Weiter treiben. Schöner Garten. Noch mehr Fotos. Cheng und us. Also Cheng und wir. Der erste Trip mit Zack. Der junge Zack. Smells like Teen Spirit. Das süßeste Pärchen. Hab's gefunden. Arcadia Beach 99. Das kennen wir schon, das Foto. Cutie Pie. Süßes, süßes Ding. Nicht anfassen. Mache ich heute Abend noch fertig. Also, sie hängt Fotos auf. So eine Fotowand. Sind es noch irgendwas? Der Ort von Freuden für Inspiration. Campos Santos Sportcenter. Stretting Age 3. Erwachsene Gruppen jeden Mittwoch. Lebensretter zertifizierte Anweisungen. Schwimmen mit Ellie. Hast du Angst vor dem Wasser? Komm zu uns und wir garantieren dir, dass du wie ein Fisch schwimmen wirst. Innerhalb von einem Monat. Okay. Also Schwimmunterricht. Mein Name ist Zack. Und ich benutze niemals Telefone. Okay. Die Sicherheit deiner Familie. Vault-Tech. Vault-Tech ist doch irgendwo von... Das ist von, du weißt, was ich meine, ne? Fallout. Vault-Tech. Kannst du diese Cover heute machen, bitte? Okay. Irgendeine Idee, wer uns das geschickt hat? SAE Institut Genève. Anweisung für Formationen. Das ist ja wahrscheinlich der Router, oder? Es brennt. Das große Feuer. Alles ist unglaublich. Okay, das ist wieder nur irgendwelche Assets. Habe ich hier schon auf... Mein Gott, es gibt so viel zu entdecken. Liebe Esther, danke fürs Bild. Ich... Oregon Campus Center. Ja, Oregon. Oregon! Das, ja, da krieg ich ja direkt hier Days Gone Feelings, ne? Das war auch in Oregon, oder? Unglaublich witzig. Unglaublich witzig. Wie er sich verschluckt hat da. Okay, was ist das? Shri Ganesh. Keine Ahnung. Customer Name. Kunden? Kunden? Rechnungen. Okay. Ein Hund. Die witzigste Party der Welt mit den besten Freunden der Welt. Ein Tattoo. Ein Hund. Okay. Da ist noch ein Brief oder so. Achso, haben wir schon gelesen. Gut, da haben wir geguckt, da haben wir geguckt. Hier geht es sogar noch hoch. Garage. Wahrscheinlich sind wir erst eingezogen oder so. Replay. Hey, sorry. I just finished. I get stuck again. Because of Stacy and her great habit of leaving work early. Yeah, as usual. You know, this time I had to proofread her whole paper before I went into print. Anyway, I'll be home in about an hour. Hey, could you please get the chicken out of the freezer for tonight? Okay. Thanks. See you in a bit. Love also, you. Anscheinend sollen wir immer... Oh, sollen wir immer genau das machen, was sie sagt. Also, wir müssen noch das Hühnchen aus der Gefriertruhe holen.
The Fireside. Können wir da hoch? Ach, die Wäsche. Verdammt nochmal. Ja, wir kommen da nicht hoch. Also können es durch in diesem Bereich aufhalten. Gut. Sollte aber auch reichen. So, jetzt habe ich schon die ganze Wohnung durchgeguckt. Hier, ich gucke mal hier. Was haben wir hier? Einkaufsliste. Computer Tower, PlayStation 1, Gitarre, 3 bis 4 Paar Schuhe. Das ist natürlich geil mit den Schuhen und dann hier 3 bis 4 Paar Schuhe. Mäntel und irgendwas, um Mäntel aufzuhängen. Rucksäcke. Schreibtisch. Möbel. Scheren. Tape. Und Löschzeug. Erasers. Irgendwelche zufälligen Bücher. Die erste Etage. Und Jacken. Oder Jackets. Was haben wir hier? The Cake is a Lie. Sehr schön. Aus Portal. Zucker, Tee. Caretaker of the Year. Okay. Ah, er hat die tote Pflanze da. Shame. Schäm dich. Also Caretaker heißt ja, der sich kümmert, der sich am besten kümmern kann. Du bist ein Monster. Alles aufgegessen. Skippy. Kräuter, Pasta. Tee. Okay, viel Tee. Mensch, hier sieht es aber auch aus. Wir sollten dringend mal aufräumen hier. Ah ja, was haben wir hier? Postcard. Eine alte Postkarte. Eine sehr alte. Von? Ich kann es gar nicht lesen. Aber sie sieht alt aus. Dollar General. Ein paar Quittungen. Freds. Walmart. Neue Schuhe. Yay. Und direkt, was sie gekostet haben. $100. 1,25 zurück oder was? Requested Amount. Okay. Scrambled Eggs Queen. Scrambled heißt, glaube ich, Rührei. Rührein-Königin. Civilian Adventure. Jetzt eine Tour buchen. Oregon, so wie du es noch nie gesehen hast. Flugzeug und Wasserflugzeugflüge über Oregon. Sehr schön. Also immer dabei, irgendwie Urlaub zu machen. Aber ich weiß nicht, wann das spielt. Weil es geht ja irgendwie nur bis 2003 oder so, was die immer gemacht haben. Und hier ist der Bright Club, ne? Kennst du auch. Die erste Ruhe des Bright Clubs ist, du musst dich waschen. Bright heißt, ist ja sauber. Sauber Club. Das ist geil. Was steht hier? Der Kuss des Teufels. Okay. Noch mehr Fotos. Was ist das? Witherburn Staples. Horseback Riding in the Mountains. Okay, Reiten in den Bergen. Willkommen für jeder, der Pferde mag. 1826 gegründet ist die White Run Stables ein Familienbetrieb seitdem und ist jetzt bekannt für seine unvergessbaren Pfade durch Oregons höhere Berge. Du wirst nicht glauben, dass unsere Pferde diesen Weg gehen und doch können sie es. Jeden Tag in der Woche, außer am Montag. Länge der Fahrt 2 Stunden, 3 Stunden, 5 Stunden. Buche deine Tour. Pferdetouren. Also auch hier wieder bedacht darauf. Auf Urlaub, auf Unterhaltung. Was so junge Menschen halt machen, die keine Kinder haben. Dritter. Sie schreiben meinen Namen einfach nicht richtig. Einladung. Zach Irvine mit CK. Alles klar. Adams und Allman. Nach dem weltweit bekannten Babyface, der visionäre Maler enthüllt sein neues Werk. Inheritance, Vermächtnis. Man kann es nicht lesen. Vermächtnis. Okay, gut, dann holen wir mal das Hühnchen aus dem... Oh, hier liegt auch noch was. Hypnose. Seine... Was man davon bekommt, sein Wert und die Gefahren. Calvin hat mir das für dich, hat mir gestern das für dich gegeben. Als eine Warnung. Er kennt sich mit Schlafwandern. Er kennt sich damit aus, wie man Schlafwandern heilen kann. Und wie man den Verstand blockiert gegen böse Mächte. Deine neueste Theorie ist, dass du, als gehirnlose,
als hirnloses Hündchen endest, das jeder Sache folgt, die ich sage, falls ich zu dir in deinem Schlaf rede. Das nächste Mal, wenn wir ihn besuchen, gib deinem Bruder eine Umarmung und sag ihm, dass du ihn liebst. Wirst du das tun? Er fängt schon langsam an, mich zu disliken, also nicht mehr zu mögen. Und bitte, lies nicht diesen Bullshit. Okay. Er hat uns, also unser Bruder, ja, mein Bruder, sechs Bruder, hat uns also dieses Buch über Hypnose geschickt. Weil wir anscheinend ein Schlafwanderer sind. Okay. Kühlschrank. Das Hähnchen. Take out. Zach, do you need anything from the drugstore? I just stopped to buy cigarettes and I'm looking at the beers right now. Well, if you could answer the phone, it might make things easier for me. But yeah, just call me back quickly if you want some. Oh, but please do check if there are any left before you make me buy new ones, okay? Love you. See ya. Okay, also sie ist noch eben im Supermarkt und wollte Zigaretten holen und überlegt, was wir noch tun können und steht gerade vor dem Bier. Und überlegt, welches mitzubringen. Und ich soll mal nachgucken, ob wir noch welches haben. Nicht, dass sie noch was kauft. Und wir sollen dann kurz zurückrufen, auch wenn wir telefonieren nicht mögen. Wäre dann wieder Kühlschrank, oder? Haben wir noch Bier? Wir haben kein Bier mehr. Vielleicht sollen wir sie doch eben zurückrufen. Replay. Zach, do you need anything from the drugstore? I just stopped to buy cigarettes and I'm looking at the beers right now. Well, if you could answer the phone, it might make things easier for me. But yeah, just call me back quickly if you want some. Oh, but please do check if there are any left before you make me buy new ones, okay? Love you. See ya. Okay, Bier. Ich hätte das Bier jetzt tatsächlich im Kühlschrank vermutet. Aber er weiß, wo das in dieser Wohnung versteckt ist. Ich habe keine Ahnung. Ist draußen jetzt schon ein bisschen dunkler geworden? Ich glaube, die Zeit schreitet so langsam voran. Während wir hier Dinge tun. Im Haus, in der Wohnung. Vielleicht ist das Bier auch irgendwo, ich habe keine Ahnung, im Schrank? Gewähre etwas von Elsies Schönheit, ohne deine eigene zu hinterfragen. Hä? Heißt das so? Wake up! Neo! Ah! Ah ja. Actually, I'm calling because I'm stuck in traffic right now. Can you believe this? Another shitty day, yeah. Traffic at almost 8 p.m. What the fuck, right? That definitely makes me want to be on a motorcycle right now. And yeah, I know. You're always right, I know. But you don't need to get out all the motorcycle ads before I arrive, you know? I'm not gonna buy one today. Okay. Don't get too bored while waiting for your dear wife to crawl home. Love you. Okay. Sie steckt irgendwie im Verkehr fest, dabei ist es 8 Uhr abends. Sie wusste gar nicht, dass es noch Verkehr gibt. Und am liebsten hätte sie jetzt ein Motorrad. Aber ich soll jetzt nicht 1000 Motorradprospekte raussuchen. Sie wird heute keins mehr kaufen. Und ich soll einfach warten, bis sie nach Hause kriegt. Okay, Motorradprospekte. Bloß nicht die Motorradprospekte rauskramen. Wo sind Motorradprospekte? Motorradprospekte. Weißt du, hast du hier schon alles nachgeguckt? Wo könnten die Motorradprospekte sein? Ich habe doch was mit dem Motorrad gesehen irgendwo. Irgendwo. Motorradprospekte. Hier vielleicht. Fashion. Können wir noch Schubladen öffnen? Was ist denn hier? Hast du dieses Zeichen? Ist dir das mitgekommen? Der Schlüssel fehlt, richtig?
Wir haben ein Budget, wir sind arm. Netter Start, wirklich, erinnert mich an etwas. Schreiben wir jetzt auch noch Musik? Okay, was ist das? Das ist der Reisebericht, okay. Das waren Fotos. Also ich schätze mal, ich muss jetzt irgendwo Motorradhefte finden oder so. Die ich rauskrame. Vielleicht liegt hier noch... Ah, hier open. Ah ja. Ein Safe. Okay. Ein Safe. Aber wir können damit nichts... Okay. Ha, mysteriös. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese Motorradhefte finden soll. Liegen sie vielleicht doch schon auf dem Tisch? Hier liegt mein Ehering. Mein Ehering liegt hier. Ja gut, wahrscheinlich, weil ich eingeschlafen bin auf der Couch. Kann das sein? Notebook. Das hatten wir auch schon. Asia Travel, sehr schön. Was ist das? Achso, das war ein Foto. Haben wir vielleicht noch irgendwelche Schubladen, die wir aufmachen können? Ich höre es mir nochmal an. Vielleicht, You haven't called me back. I assume you didn't want beer. But actually, I'm calling because I'm stuck in traffic right now. Can you believe this? Bist du taub? Another shitty day, yeah. Traffic at almost 8 p.m. What the fuck, right? That definitely makes me want to be on a motorcycle right now. And yeah, I know. You're always right, I know. But you don't need to get out all the motorcycle ads before I arrive, you know? I'm not gonna buy one today. Okay. Don't get too bored while waiting for your dear wife to call home. Love you. Also ich verstehe es jetzt so, dass du tatsächlich die Motorrad-Dinger raussuchen sollen. Aber wo? Aber wo? Echt schön hier. Da liegen nur DVDs, Filme. Wo könnte was denn liegen? Bei den Zeitschriften. Alle mögliche Werbung finde ich hier, nur nicht das, was ich suche. Garage. Ich habe keine Ahnung. Nochmal auf den Tisch gucken. Ah, hier. Look at. Motorcycles. Ah ja. Die Ducati 1000. Dieses hier. Sehr schön. Take out. Okay. Hey. It's odd. I'm still stuck in the same traffic jam. But I don't know. Something's weird. Cars are barely moving 1 inch an hour. First I thought it was an accident, but it looks like cops are inspecting the cars as if they were looking for someone. I wonder what's going on. Have you heard anything about a terrorist attack? Like on the radio or the paper? I really hope not.
back as soon as you can, okay? Please. Okay, sie steckt immer noch im Stau fest und sie bewegt sich kaum und sie dachte erst, es wäre vielleicht ein Unfall, aber es ist auch Polizei da, die irgendwie die Autos überprüfen und da reingucken. Gab es vielleicht irgendwas? Ein Terroristenanschlag oder irgendwas? Ich soll mal in die Zeitung checken. Ob es hier irgendwas gibt. Hier sind Zeitungen. Wo war noch eine Zeitung? Da ist noch eine Zeitung. Vielleicht im Fernsehen gucken. Im Fernseher anschalten. Nein. Radio. Radio. Haben wir noch Radio oder so? Da ist ein Radio. Breaking news. If you're planning on going in and out of the City of Roses, you'll have to be patient. Unexpected traffic jams have paralyzed the city of Portland. Many people are still trying to get home as we speak. The cause is still unknown, but Helen, I'm sure, is just another poor dog locked in a car. More on that later, but now, here is some jazz. Jazz. Okay. Da wird einfach nur berichtet, dass ein Stau ist und der Grund immer noch unbekannt ist. Okay. Radio oder Newspaper? Muss ich jetzt vielleicht doch noch in die Zeitung gucken? Gorgeous perfect weather in Camposanto today with a temperature high of 45 degrees and a bright blue sky. Get the barbecue out, people. All right, on to the news now with Bobby Blue. Thank you for listening. Gorgeous perfect weather in Camposanto today okay. With a temperature high of 45 degrees and a bright blue sky. Get the barbecue out, people. All right, on to the news now with Bobby Blue. Thank you for listening. Keine News soweit im Radio. Zeitung habe ich gecheckt. Was soll ich denn noch checken? Newspaper habe ich gecheckt. Was soll ich denn noch checken? Was hat sie gesagt? Nochmal hören. Hey, it's odd. I'm still stuck in the same traffic jam, but I don't know, something's weird. Cars are barely moving 1 inch an hour, and first I thought it was an accident, but it looks like cops are inspecting the cars as if they were looking for someone. I wonder what's going on. Have you heard anything about a terrorist attack? Like, on the radio or the paper? I really hope not. Call me back as soon as you can, okay? Please. Willst du mich vielleicht angucken? Okay, Radio haben wir gehört. Paper. Wo haben wir denn noch ein Newspaper liegen? Eigentlich nur hier auf dem Dingens und hier die zwei. Aber da können wir nichts anklicken. Wir können also nichts triggern hier. Dass es weitergeht. Warte mal, vielleicht... Ah, Tür! Tür! Wyoming brennt. Ein zerstörerisches Feuer greift um sich in Wyoming. Neue archäologische Entdeckung in Kenia. Wyoming Feuerstation. Die Feuerwehrleute sind schon wieder unterwegs, um das schlimmste Feuer dieses Jahrzehnts zu löschen. Okay, archäologische Entdeckung in Kenia. Das archäologische Team, das vom Professor Jean Raymond in Kenia geführt wird, hat diese Woche eine neue Spezie von Dinosaurier-ähnlichen Wesen gefunden, die aus der paläontologischen, from the paleontological age, keine Ahnung, die Knochen und die Struktur der Spezies sind in guter Form, fast intakt, sagt Dr. Raymond. Es ist wirklich schwierig, diese Entdeckung zu datieren, weil hier eine komplett neue Spezies entdeckt wurde. Ach so, eine neue Spezies, 3D-Rekonstruktion. So, also doch
paläontologisch. Nee, Paläolithic Age. Keine Ahnung, was es ist. Okay. Skandal in der Wissenschaftscommunity England. Kann es möglich sein, dass ein außerirdisches Leben endlich die Erde besucht hat? Das ist das Thema von flüssigem Licht. Das, oder Liquid Light. Das Wissenschaftsmagazin im Herzen von Skandal. Skandal. Im Herzen des Skandals oder so. Das Debakel ist erschreckend. Das Debakel schreckt die Wissenschaftscommunity in Europa auf und bekommt mehr Aufmerksamkeit, seit die NASA und das CDC ein Auge darauf geworfen haben. Ein britischer Astrologe, Dr. Branham, arbeitet als Anführer oder als Chef vom der Wissenschaftssektion des London Middle Essex Universität im Herzen des Hurricanes. Nachdem er seine neuestes Forschungspapier veröffentlicht hat. Seine Kollegen im ganzen Land haben Fragen. Potenzielle Entdeckung. Even raising. Es macht sogar neugierig. Und mentale Gesundheit. Und es wird sogar über die mentale Gesundheit des Professors geredet. Even states the point. Standing Still Simulator? Okay. An even state the three that aliens could represent. Die NASA hat noch nicht eine Kommunikation von. Huh? Aber make sure to real problem. Kann man nicht lesen. Slowly they morph. Sie verändern sich. Sie morphen langsam. Astronomisches Center ist das höchste. Okay. Okay, gefährlicher Patient aus der Psychiatrie entkommen und hat Pfarrer auf Route 26 erschreckt. Vielleicht ist das Portland. Ungefähr um 3 Uhr am Sonntag wurden Fahrer auf ihrem Weg nach Portland durch Route 26 haben einen großen Schrecken bekommen. Natürlich hat ein Mann ihn als extrem groß und kaum bekleidet beschrieben und er ist auf der Fahrbahn, die stark befahrenen Fahrbahn, spazieren gegangen, während die Autos neben ihm hergefahren sind. Zeugen sagen, dass er in der Mitte der Straße stand und dann versucht hat, den Autos zu folgen. Als wir an ihm vorbeigefahren sind, hat er angefangen, uns mit einem seltsamen Blick in seinem Gesicht anzusehen. Andere haben berichtet, dass der Mann versucht hat, auf ihr Auto zu springen und sie anzugreifen. Die den Mann beobachtet haben, haben ihn als disorientiert beschrieben. Er steht auf der einen Seite der Straße. Die Verantwortlichen haben nicht lange gebraucht, um den verwirrten Mann, deranged, sowas in Art, in die Pflege zu bringen und ihn aus dem Bereich zu entfernen. Der Polizei Liaison, keine Ahnung, David Dupin, hat berichtet, dass der Mann ein Patient der Newmark Psychiatrie war und früher am Tag abgehauen ist. Die Verantwortlichen haben jetzt noch nicht die Identität veröffentlicht und gesagt, der Patient behauptet, dass die Situation unter Kontrolle ist und dass der Mann keine Gefahr für die Bevölkerung ist. Newmarks Krankenhaus hat jedoch keine neuen Informationen geliefert und schweigt immer noch über den Fall. Es war alles mehr Angst als Schaden am Ende. Okay. Take.
Zach, it's me again. You won't believe it. A cop made us all get out of our cars, and now we're all waiting for a bus? No explanation? I don't know what the fuck's going on. I had to leave all my work in the car. Like, how am I gonna get it back? Something's really out of order tonight. Not to mention, you're not answering the frigging phone, and it's really frustrating. What are you even doing? Did you get all the messages? If you're falling asleep, I will find out, you know. You always make such a mess on the couch, and you never clean up, and I... Oh. Wait. A bus has arrived. Wait. Okay. I'm gonna get it on the bus. Okay, I'll call you back. Okay, sie sagt, die Polizei hat alle aus ihren Autos rausgeholt und sie sollen alle in den Bus steigen und sie weiß nicht, was vor sich geht. Und sie musste ihre ganze Arbeit im Auto liegen lassen und sie weiß nicht, wann sie zurückkommen kann. Und ich so, warum? Das meiste, was sie aufregt, ist, dass ich einfach nicht antworte und sie zurückrufe. Und ich soll sie doch bitte zurückrufen. Aber wahrscheinlich bin ich einfach auf der Couch eingeschlafen. Das passiert mir immer. Und ich lasse immer so ein Chaos zurück. Ah, put back, okay. Mal ein bisschen auf. What's the point of having a phone if you don't answer it? Sleep at night, mister. Anyhow, I'm in the bus. It's supposed to take us out of the city. I don't know exactly where they'll drop us, but I'll manage to find a way home. I think they got this under control. Whatever this is. The strangest thing is that no one even knows what's going on. Someone said he heard that strange things happen all over town. Did you hear anything back home? Is everything, like, normal? I don't want to sound alarming, but... You still have the gun somewhere, right? It's still loaded, isn't it? I have absolutely no idea what it could be, but I've seen strange people standing on the side of the road, like they popped out of nowhere and... Well, nothing. Please call me if you hear or see anything, or even just to let me know you're not dead, please. Okay, der Bus hat sie jetzt aus der Stadt rausgebracht und es sieht so aus, als ob die alles unter Kontrolle haben. Aber es weiß keiner, was hier vor sich geht. Kann keiner sagen. Es sagt ihnen einfach keiner. Und draußen laufen komische Leute rum. Und nur für den Fall der Fälle soll ich doch mal gucken, wo die Waffe ist. Ich habe doch noch die Waffe und es ist immer noch geladen. Nur für den Fall der Fälle. Draußen hört sie komische Dinge. Also ich muss die Waffe... Wo soll denn scheiß Waffe sein? Im Tresor vielleicht? Open. Ah, ich brauche einen Code. Vierstellig. Okay. Wahrscheinlich ein Geburtsdatum. Wahrscheinlich das Datum. Unser Hochzeitstag oder sowas. Okay, wie finde ich den denn raus? Hochzeitstag. Jetzt habe ich schon so viel hier rumgeguckt. Ich habe immer noch keine Idee, was das Datum sein könnte. Wahrscheinlich steht das irgendwie in eins von diesen... Warte mal, hier vielleicht... Geburtstag? Mein Geburtstag. Wo stand das denn? Zach Irvin.
Ja, draußen sind jetzt wirklich komische Geräusche, ne? Okay, das ist schon so ein bisschen rätselhaft, ne? Notebook. 2002, 2003. Mind Control Facility. Der Fernseher ist die Mind Control Facility. Coming soon. Mehr Fotos. Based on future events. The Morphing. Da steht wieder was mit Morphing. Die Theorie von allem. Wo finden wir ein Datum? Vielleicht am Computer irgendwo. Vielleicht hier irgendwo. To-Do-List. Von Freunde, Fotocontest. Also wir fotografieren. I wanna be the very best like no one ever was. To catch them a real test. Face, nice start, okay. Am 23.04.99, das sind so die einzigen Daten, die man hat. 21.04.99, wir brauchen 4 Stellen. Vielleicht ein Jahr? Hey, das ist aus dem Spiel, das kenne ich hier. Ist das vielleicht von denselben Entwicklern? Was könnte der Code sein? Ich habe keine Ahnung. Kann nicht so schwer sein. Wo man schon so ein bisschen nachdenken muss hier, so ein bisschen, ne? Teilweise. Das kann halt überall stehen. Warte mal, der Bruder hatte mir noch was geschickt. Hier, dieses Ding. Also ich würde jetzt irgendwie auf den Hochzeitstag oder so tippen, aber ich habe keine Ahnung, wo man diese Information findet. Oder vielleicht ist die Waffe auch woanders. Nein, aber die ist im Safe. Das ist das Einzige, was logisch ist, oder? Oh. Na, ihr könnt ja da auf den Safe klicken. First, second, fourth. Ist das vielleicht der Code? Was ist der dritte? Third fehlt noch. Ein Bild fehlt. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2. Es
fehlt noch ein Polaroid irgendwo. Eins. That. So, 5, 3, 1, 2. Okay. Zach, pick up the phone for God's sake. What are you doing? Do you even hear it ring? Fucking crazy night. Zach, if you hear me, the boss dropped us somewhere near Pinwheel Street and they told me a shuttle to Campo Santo would come any minute. I'm almost there, okay? An old guy said that aliens have come. That's what we're facing. That they're everywhere and... God, that doesn't make sense, right? Aliens? Come on. He said crazy things and he had like a panic attack. Some cops had to calm him down and... Well, listen. According to a security guard, the shuttle will drop me in our street at 10 sharp. Please make sure you're here at 10 o'clock, Zach, okay? Please, keep an eye on the clock and don't let me down. What aliens even look like? That's insane. Just call me back, please. Okay, der Bus hat sie jetzt irgendwo abgesetzt und sie versucht jetzt irgendwie nach Hause zu kommen und man sagt, dass Aliens wohl hier unter uns sind. Aber wie sehen die wohl aus? Da war doch was auf der Zeitung mit Aliens. Dass sie morphen. Dass sie sich verwandeln. Wir haben zweimal was mit morphen. Und Future Events heißt ja zukünftige Ereignisse, das mit morphen. Also wusste sie davon? Okay, ich soll meine Augen auf die Uhr halten. Und um 10 Uhr soll ich sie abholen. Oder soll sie kommen oder irgendwie sowas turnen? Until I come back, okay? Don't let anything come in. Be safe. Okay, also sie ist jetzt im Shuttle, das sie nach Hause bringen soll. Das kam viel zu spät. Und sie hat das Gefühl, sie sind schon unterwandert. Und die Aliens könnten überall sein. Deswegen redet sie so leise. Wir sollen jetzt alles abschließen. Auch die Fenster. Zumachen. Okay. Dass niemand reinkommt. Bei deiner Tür? Okay, es ist alles wahr. Die Aliens kommen und sie sind irgendwie auf das Auto gesprungen. Und ich soll kommen und sie holen. Soll ich jetzt rausgehen? Lock up. Hier vielleicht. Lock up.
muss alles zumachen. Was muss ich denn jetzt tun? Muss ich zu ihr? Zurückrufen? Ich kann nur Replay sagen. Zack, komm und get me, Zack. It's all true. Hol mich ab. We had an accident and oh my god, Mitch jumped on the shuttle and come and get me, please. They're here. It's real. It's real. Guess I die. Okay. Das war ein unglaublich cooles Spiel. Nur durch diese Nachrichten. Das hat mich so ein bisschen an den Film Pontypool erinnert, wo draußen halt etwas passiert ist. Und man das aber halt nur über Anrufe mitbekommen hat und diese Story, die quasi im Kopf entsteht, ist unglaublich strong. Also, so wie ich das verstanden habe, haben die Aliens wirklich angegriffen, aber sie sind quasi mutiert aus Menschen und wir waren jetzt auch schon als Alien mutiert. Zumindest hatten wir so eine Alien-Hand gemorpht. Weil da ja immer wieder Hinweise über Morphen und er hat sich ja schon komisch gefühlt und hat irgendwie Schlaf gewandert und so. Krankheiten, dass sie irgendwie mit psychologischen Problemen zusammenhängen und so. Cooles Spiel. Für umsonst. Kann man echt nicht sagen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch wenn ich wahrscheinlich wieder ein bisschen länger gebraucht habe. Ich habe andere gesehen, die haben 17 Minuten dafür gebraucht. Ich habe keine Ahnung, wie man da drauf kommen soll, auf die Sachen, dass man dann weiß, was man sich so anguckt. Aber vielleicht gucke ich einfach zu viel und denke einfach zu viel nach. Ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr selber spielen wollt, ist kostenlos bei Steam. Ist natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder, wenn ihr mögt. War ja jetzt sogar ein Horror-Game so irgendwie. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sich das so entwickelt. Hat mich positiv überrascht. Und ich hoffe, euch auch. Bis dann, haut rein und ciao.